Konnichiwa, Bitches! The Old City geht weiter. Ich habe vergessen, mich ordentlich hinzusetzen. Verdammt! Jetzt habe ich hier. Da sind doch immer diese fünf Dinger unten beim Stuhl dran, bei so Bürostühlen. Und ich habe den einen genau da rausragen gehabt, wo ich jetzt. Jetzt habe ich den so weit gedreht, dass da der nächste ist. Moment, ich hab's gleich. So. Old City! Da. Verdammt, da steht's. Endlich weiter. Ich habe. Das war jetzt ein bisschen. Bisschen zu lange Pause. Warte mal, hatte ich hier gerade. Verdammt, ich habe vergessen, hier das. Aber hier ist es an, ne? Nee. Ja, blöd. Habe ich jetzt halt vergessen. Mache ich jetzt aber schnell an, weil sonst sieht das. Verdammt. Ja, also man sieht, ich habe mich super vorbereitet. Hier, warte mal kurz. Intro. Brauche ich das? Tust das dann auch damit rein? Und hier brauche ich das. Ja, da ist es. Da ist es aber nicht. Warum ist das da nicht? Ach, wer weiß. Nicht so schlimm. So, ich habe hier den ganzen Level eigentlich nochmal spielen müssen, was ganz gut ist, weil jetzt weiß ich auch, wo wir überall schon waren. Nämlich überall. Und das heißt, wir können jetzt wieder die Exit-Door suchen. Von der ich gerade nicht mehr weiß, wo sie war. Aber die findet. Ich glaube, die war da drüben. Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Also es sieht so aus, als gäbe es irgendwie in jedem Level einen Text zu finden und eine seltsame Erscheinung und dann halt eben den Ausgang. Glaube ich. So. Perhaps his dreams were a ladder leading to uselessness. Kacke! Perhaps my dreams are the same. Da waren vorher Sachen gestanden und jetzt sind die weg. Mir ist auch aufgefallen, die eine Tür, durch die wir gegangen sind, da wo es unten war, wo man dann in dieses, wo das Boot war, mit dem ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit oder so. Die Tür ist verschwunden, nachdem man da durchgegangen ist. Was ist denn das? Minotauro. Bla, haufenweise Zeug rausgeschwärzt. Hier waren Sachen gestanden, als ich das erste Mal reingeguckt habe. Und jetzt, wo ich da bin, ist es weg. Und ach, ist das ärgerlich. Verdammt mich. Ah. Ich werde die Texte jetzt wirklich nur noch ganz kurz überfliegen, damit ihr auch Pause habt, um zu zeiten. Damit ihr Zeit habt, um Pause zu drücken. Ist das Richtige? Hey, guck mal, so kurz vorm Ende hätte ich mir voll schenken können. Manu. Also Ende vom Kapitel. How much do you know of the old world? Did you even exist? Were you thrown overboard when your fall occurred, floundering in a new and terrifying negativity? My transition was not a comfortable one, so in this we can feel a measure of companionship. Das sieht voll cool aus. Ich, Entschuldigung, muss mich mal kurz ausblenden dafür. Vielleicht habe ich dann ein schönes Thumbnail. Okay, ich habe gesagt, immer nach... Oh, ja, ja, doch, immer nach rechts. Aber wenn es hier irgendwo reingeht, dann... Wozu ist denn das da? Ach, da ist eine Tür. Okay, kann ich da dann irgendwie hin? Schauen wir mal. Ich habe mittlerweile auch dem Bruger tatsächlich gesagt, dass er das mal spielen soll und er hat gesagt, er macht's und er macht's auch mit voller deutscher Übersetzung. Das heißt, die Texte, die nicht eingesprochen sind, die spricht er übersetzt auf Deutsch nachträglich nochmal ein und die Untertitelsachen für die macht er Untertitel. Ich warte. Do you still believe in a world out there in the blue? Ich warte jetzt schon jeden Sonntag sehnsüchtigst darauf. Es kam bisher noch nichts. Vielleicht macht das ja doch nicht. Er hat gesagt, er macht's. Er hat's auf jeden Fall angefangen schon. Ihr könnt ja mal gucken, ne? Deswegen lege ich jetzt auch nicht mehr so viel den Fokus drauf, euch die ganzen Texte näher zu bringen, weil das könnt ihr euch dann beim Bruger reinziehen, wenn er das fertig hat. Ich finde, das ist ein Deal. Books on top of books on top of books. Voices creeping in from the vasts of a larger and more ancient world,
now trapped in the claustrophobia of narrow minds and cold halls. Ich fühle mich hier nicht wohl. Irgendwie sehen die Räume hier immer alle gleich aus. Immer so ein riesen, so große Tische in der Mitte. Und eine Tür, die nach rechts weggeht. The old world was worthy of the waters that still flow from the inland. These green pipes that provide us with the basic sustenance we need for a pointless existence are nothing but charitable structures for an already stagnant populace. In this sense, our ideas never change because we rejected the source for its fruits. Warum ist denn da ein Pfeil nach da drüben, wenn es hier gar nicht weitergeht? Muss ich den vorher anstupsen? Stups. Hallo? Muss ich den richtigen... Ich glaube, ich muss den richtigen Stein finden. Nee. Das ist es wahrscheinlich nicht. Okay, ich hatte hier wieder eine... ja, ihr könnt das von mir aus, ne? Ich nicht. Der Overseer, der Überseher, nee. Mann, ach Mensch. Oh. Wenn sie Bell sehen, sollen sie die sofort festhalten. Gegen die Gildenregeln verstoßen. Hörpa, dörpa, dörpa, dörpa. Ist bestimmt voll wichtig. Ich reagiere jetzt nur noch auf das, was mit Belpa. Ah, oh, was? Ist das Heilige? Oh, gemein. Gemeines Spiel, Mann. Ah, super. Es hat auch vor kurzem jemand geschrieben, meine Reaktionen zu dem Spiel wären doch sehr overacted. Und das sind sie nicht. Das ist nämlich nicht geacted. Ich reagiere halt wirklich so. Tut mir leid für meine Gefühle. Ah, Solomon's Note. Das machen wir ganz schnell. Das ist der hier, oder? Ich bin mir nicht sicher. Kacke, ich muss mich ja wieder ausblenden. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. So, Kamera aus. Nochmal von vorne. Blub. Blub. Bläh. So, müsste alles drin sein, oder? Jut, jut. Ja, das sind diese ganzen fetten Texte, die wird da, glaube ich, also zumindest übersetzen. Aber die komplett ein... Oh, wenn er die komplett einspricht, dann... Ey, Bruger, du Verrückter. Watch your step. Okay, aber hier muss ja irgendwas kommen, was mich dann wieder zum Eingang teleportiert, weil da war ja beim Eingang war ja der Exit. Überall diese roten Fässer, die machen mir voll Angst. Ich habe immer Angst, dass die explodieren, wenn ich zu nah rankomme. Okay, da ist eine Tür. Ah. Schon wieder ins Licht. Ich will nicht ins Licht. Diese Hände, die machen mir voll... Boah. Ich hätte die Heizung ein bisschen weiter aufdrehen sollen. Oder... Wow. Voll schön. Die Boote überall, was haben denn diese Boote zu bedeuten? I have to believe that my dreams have some worth, lest I loose the same anchor into shoal. I have to believe the creation itself can bring life to cyclical demise.
Was ist denn Tarshish? Is manifesting piece by piece. All you can do now is hope that Eschaton sees its fruits. Wissen wir, wer oder Eschaton, wer das ist? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin voll raus aus dem Spiel. Kann sein, dass der schon vor... Nee. Moment, das war bei... Der hieß anders und der war bei... hier. Gott, wie heißt das? Beim Talos Principle. Oh Gott, schon wieder tot. Ich will nicht. Oh, und das Gewummer dazu. Nee, komm, wir gehen. Wir gehen. Dieses Gewummer. Ich weiß, es ist bisher nichts passiert. Ich glaube, es wird auch nichts Schlimmes mehr passieren, so. Aber, boah. Zermürbt mich das. Ha. Liegen hier jetzt auch überall Tote? Ja, da. Seht ihr? Warte mal. Now leaving the old city, good luck. Haben die hier die Brücke gesprengt, dass man aus der Stadt nicht mehr raus kann? Escape can take many forms, I see. Sind deswegen die ganzen Zugdinger da unten? Aber wo hat denn das hingeführt? Ich meine, schau, da ist ja weit und breit nichts zu sehen von irgendwelchen... Irgendwas, wo das hinführte halt. Verrückt. Beziehungsweise gesprengt sieht es ja auch nicht aus. Das sieht... ist irgendwie... irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Da, du gruseliger Toter. They all do the same thing. They all claim a certainty that makes the certainty of others moot. Yes, yes, again and again I know. Truth must be compatible with itself. But is that not illusory? Is truth itself not something that is, in essence, unattainable? My realism's present, but so are my dreams. And to claim otherwise is a dream all the same. It's as if they have dreamt of a world without dreams. It's as if their world is one in which truth has revealed itself in an anthropomorphic turn, allowing us all to see it clearly and grasp it amidst the darkness. Sad, yes, that we all see a different beacon. No, all I see is void, and I do not know what's left other than to give up and stagnate in your belly. I may not have their full sense of certainty, but as of now, I cannot present an alternative. Truth must be compatible with itself. But that is irrelevant when truth is outside our reach. Onward with conflict, then. And onward with my labyrinth. Ich geh wieder. Ich geh wieder. Und jetzt ist er bestimmt weg. Ah! Ich trau denen einfach nicht. Läuft nicht. Was ist denn hier los, ey? Hätte ich diese... Wären die Toten alle nicht da, wenn ich nicht diese... in diesen Pflanzenlevel gekommen wäre? Schau mal, der schwebt ein bisschen in der Luft. Ich meine, ich weiß ja, dass sich hier solche Sachen theoretisch bewegen können. Das wissen wir ja von dem großen Vogel. Deswegen traue ich dem Ganzen halt noch nicht. Ich denke also, sehe ich, okay. Ging der Spruch nicht irgendwie anders? Okay, ich glaube, da komme ich nicht rüber, oder? Ich glaube, das soll man nicht.
fühle mich hier immer noch nicht wohl. Da kann ich rein. Da ist eine rote Tür. Bevor ich durch die rote Tür gehe, will ich erstmal gucken. Gucken und feststellen, dass da nichts ist. Hat er sich gerade bewegt oder waren das meine Haare? Komm, da wird's wieder Boah, ich dachte jetzt schon, die Tür geht nicht. Komm, da wird's jetzt wieder schön. Komm, ich will wieder Fantastisches sehen. Bitte. Sehr voll toll. Ich mag Fantastisches. Gerne. Oh, unser Traum. Von uns allen zusammen. One of the larger unknowing camps is nearby. Their lack of organization tends to make it difficult for them to avoid the conflicts between the Guild and the Order. Of course, the unknowing themselves make their own little raids. This results in it being difficult to maintain any sense of pity. Regardless, I'm sure the onslaught was horrendous. People never fight harder than when someone else attempts to uproot their anchor, even if that someone only does so by existing. Wenn hier die ganze Zeit auch nur durch sowas läuft, fast. Finde ich ein bisschen traurig. Hätte gerne. Okay, hier ist der Exit. Alles klar. Ach Leute, jetzt schreibt mich wer in Steam an. Während ich ein Spiel spiele, das ich momentan als Let's Play. Warum denn? Was soll denn das? Ich antworte doch jetzt nicht. Hä? Noch ein Exit? Wie viele gibt's denn da? Was soll denn das? Das ist... Come to Jerusalem. Text. 3. Oktober. Bla. Ja, durch welche Tür soll ich jetzt gehen? Aber da steht Exit. Hier steht's nicht. Da steht Exit, da steht... Ich kann doch bestimmt wieder zurück. Okay, ich kann nicht. Lädt gar keine... Was? Diesmal sind es keine Augen, jetzt sind es auf einmal Schlösser. All of our dreams at their core involve some sort of contentment. This is the one desire we all share, but is it a goal that really should be met? After finding contentment, what then? Where is there left to explore after the last temporary comforts of happiness have been extracted? Ich kann nicht ins Wasser. Aber wo komme ich denn jetzt da hin? Will ich da überhaupt schon hin? Ich will doch... Weil da war ja noch eine Türe. Kann mir das da jemand vorlesen, was auf dem Container steht? Das da? Also, ne? Da steht Leviathan. Hier ist schon wieder alles voller Blut. Ich glaube, hier sollten wieder ganz viele Leichen rumliegen. Kann das sein? Fisch. Fisch. 5. Oktober. Durchs Überfliegen kann ich da keinen Sinn rausfiltern. Läuft nicht. Leviathan. Wieso denn Leviathan? Wieso steht denn das auf dem Container drauf?
Hallo? Ich habe ein bisschen Angst, der Blutspur zu folgen. Ich glaube, das ist ganz gesund, oder? Our island is plagued with the fruits of a collective mental landscape that defines us as desperately holding on to something correct. So there is no place to hide without truly secluding or perhaps risking the inland. On some level, I feel as though I cannot blame the dwellers. Their zeal for truth is commendable. They're fighting for something rather than keeping it to themselves. They're acting instead of hiding. Still, must cruelty be the manifestation of certainty? If only truth did not need to be compatible with itself. If only we didn't need an anchor to be right. If only we could sail instead of collecting dust on the memories of voyages past. Boah, jetzt bin ich voll traurig. Jetzt die Wale damit zu tun? Was war denn hier alles los, Mensch? Boah, 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 Leute, hey. Jetzt, wo es eh gerade so ruhig ist, ne? Kann ich ja mal den Part beenden. Das ist, glaube ich, ganz gut. Holy shit. Ich überlege mir jetzt mal, ob ich schnell zurücklaufen soll oder mich hier noch weiter umgucke. Sobald ich irgendwo eine Tür finde, laufe ich wahrscheinlich eh wieder zurück. Da ist schon wieder flackern. Ich hasse flackerndes Licht. Und tickende Uhren. Das Uhrenticken, Alter. Das ist voll schlimmer Geräusch. Das macht mich voll krank. Aber zum Glück ist kein Uhrenticken da. Wenn ich mich umdrehe, muss ich auch das Flackerlicht nicht mehr angucken. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es mir wieder die Creeps gibt, ohne eigentlich irgendwas zu machen. Ohne gruselig zu sein. Bis dahin könnt ihr mir eine Bewertung da lassen. Papa Döppi, ihr kennt das, ja? Oder hier an der Seite andere Sachen angucken, die ich auch mal fertig... Also das eine muss ich noch fertig machen. Ihr könnt ja dann hingehen und sagen, hey, mach fertig, ist voll cool, Mann. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei The Old City. Bis dann. Wir singen.